Hallo liebe Freunde des Schachspiels, mein Name ist Jan Gustafsson und in unserem heutigen Video schauen wir uns eine Partie des chinesischen Wunderkinds Wei Yi an. Er spielt gegen Yuri Vovk, einen sehr starken ukrainischen Großmeister, in der zweiten Runde des FIDE World Cups. In der ersten Runde schon einige vorherige Sieger nach Hause gefahren. Boris Gelfand ist rausgeflogen, Rustam Kasymchanov ist rausgeflogen und auch Gata Kamsky ist rausgeflogen. Aber Wei Yi setzte sich ziemlich sicher durch gegen Salem in der ersten Runde und auch sein Gegner Yuri Vovk konnte überraschend gewinnen gegen Ray Robson aus den Vereinigten Staaten, der ein bisschen mehr Elo hat als er. Jetzt treffen die beiden aufeinander. Wei Yi hat Weiß in der ersten Partie, spielt, wie wir es gewohnt sind, erstens E4 und Yuri Vovk greift zu Französisch. Ich habe ein Video gemacht zu seinem Erstrundensieg mit den schwarzen Steinen gegen Ray Robson und er wiederholt diese Variante. Gegen Ray Robson kam E6 als Überraschung, aber er schien so zufrieden zu sein mit der Variante, dass er das gleiche gegen Wei Yi nochmal spielt und der hat nichts dagegen, dieser Partie erstmal zu folgen. Spielt die Hauptvariante Springer C3, Springer F6, E5, Springer FD7, F4, C5, Springer F3, Springer C6, Läufer nach E3. Und auch hier bleibt Vovk seine Variante treu, spielt wieder C/D4. Hier gibt es Alternativen, A6 ist ein Zug, Läufer E7 ist ein Zug, B6 mag ein Zug sein, Dame nach B6 ist ein Zug. Aber Vovk hat keine Einwände dagegen zu haben, sein Rezept zu wiederholen, was natürlich gefährlich ist. Wei Yi wird sich vorbereitet haben auf diese Variante. Erstmal folgen die beiden bekannten Mustern, Rochade, lange Rochade und A6. Mit der Idee auf D4 zu schlagen und B5 folgen zu lassen in vielen Varianten. Und hier weicht der Chinese ab von der Partie Robson gegen Vovk. In der Partie kam Springer B3, aber die Eröffnung war kein besonderer Erfolg für den Weißspieler, kann man glaube ich sagen. Nach Läufer B4 hatte Schwarz keine großen Probleme. Und Wei Yi greift zu einem bekannteren Zug in dieser Stellung zum Zug Dame nach F2. Das hat die Idee, hauptsächlich die Lage im Zentrum zu klären. Durch die Drohung Springer schlägt C6. Ist Schwarz gezwungen, sich zu erklären und Vovk, der natürlich mit diesem Zug vertraut war, der schon auf sehr hohem Niveau gespielt worden ist, spielt Läufer schlägt D4, Läufer schlägt D4 und jetzt B5. Positionell ist es ein bisschen zweischneidig natürlich, den guten Läufer abzutauschen und den schlechten zu behalten. Aber wie wir auch aus Vovks Kletzerpartie gelernt haben, ist dieser Läufer nicht immer schlecht und in dieser Stellung ist es wichtiger, schnell zu B5 zu kommen, um mit B4 und Dame A5 Gegenspiel einzuleiten. All das ist noch wohl bekannt. Der Läufer geht zurück nach E3. Dieser Läufer möchte nicht abgetauscht werden, wenn Schwarz es beliebt, sodass Weiß schon mal den Vorteil des Läuferpaars sich gesichert hat. Und Dame nach A5 droht B4, um sich diesen Bauern einzuverleiben, was Weiß natürlich nicht zulässt. Daher der Zug König nach B1. B4 trotzdem vertreibt den Springer von C3, Springer nach E2 und ein Zug, der ein bisschen merkwürdig aussehen mag, aber auch normal ist und schon häufig gespielt wurde in dieser Stellung, der Zug Dame nach C7. Jetzt, wo die Lage am Damenflügel einigermaßen geklärt ist und der weiße Springer auf E2, möchte Schwarz A5 vorbereiten, was einerseits die Idee hat, mit A4 und B3 den weißen König aufzurollen, andererseits die Idee, den Läufer über A6 zu entwickeln, den schlechten Läufer und gegebenenfalls abzutauschen. Soweit alles noch Theorie und hier gibt es zwei Partien zwischen Fabiano und Georg Meyer, die mir aufgefallen sind. Fabiano Caruana, sorry. In der ersten Partie spielte Caruana einen Zug Springer nach G3 und dieser Zug wird auch in der Partie von Wei Yi wiederholt. Caruana schien dieser Zug aber nicht gefallen zu haben und er wechselte später zu Springer nach D4. Aber Wei Yi wird sich Springer G3 angeguckt haben und hier eine Verbesserung entdeckt haben. Schwarz bleibt bei seinem Plan A5 und wir sehen die Idee von Springer G3. Der Springer soll möglichst schnell zu Angriffszwecken am Königsflügel eingesetzt werden. Geht nach H5 und es gibt schon Themen wie Dame G3. Mit der Drohung Dame schlägt G7 matt. Schwarz möchte nur sehr ungern diesen Springer vertreiben mit G6, weil G6 die schwarzen Felder ziemlich extrem schwächen würde. Und in dieser Stellung wäre es einfach kein guter Zug wegen Springer F6 Schach. Und Weiß hätte einen ziemlich schnellen Angriff mit dem brutalen, aber effektiven Plan Dame H4, Dame H6, Dame G7 matt. Stattdessen hat Schwarz hier mehrere Möglichkeiten. Und Vovk spielt hier den ersten neuen Zug der Partie. Er spielt den Zug F7 nach F6. Was vorher geschah, ist der Zug A4, das ist der Zug, den Georg Meyer spielte gegen Fabiano Caruana. Ich bin nicht ganz sicher, die Partie lief gut für Schwarz. Ich vermute, dass an dieser Stelle Wei Yi eine Verbesserung ins Auge gefasst hat. Ich bin nicht sicher, welches diese ist. In der Partie von Caruana kam Läufer nach B5, aber nach Läufer A6 war bei Schwarz alles in Ordnung.
Und ich kann mir vorstellen, dass er hier einen Zug wie Dame H4 geplant hat, mit der Drohung oder mit der Idee Dame nach G5. Der Computer sagt, auch hier ist bei Schwarz alles okay nach Dame nach D8, aber Damentausch ist eigentlich nicht so im Sinne des Schwarzen, der positionell schlechter steht, aber deshalb darauf setzen muss, am Damenflügel was zu erreichen, könnte ich mir vorstellen, dass Dame H4 eine Idee von ihm war. Wenn nach Dame H4 was anderes gefolgt, zum Beispiel Läufer nach A6, hätte Weiß mit Dame G5, G6, Springer F6 wieder ziemlich starken Angriff. Springer schlägt, E schlägt F6. Und hier zu unserer Unterhaltung eine kurze Variante, wie schnell es gehen kann, dass der Weiße matt setzt. Er schlägt auf A6, spielt Turm D3 und hat den Plan, hier matt zu setzen. Und dagegen kann Schwarz schon nichts mehr unternehmen. Zum Beispiel B3, Dame H6, Turm G8, Läufer nach C5. Und es gibt die recht gemeine, aber effektive Drohung. Machen wir irgendwelche Züge. Dame schlägt H7, König schlägt H7 und Turm H3, Schachmatt. Ich habe keine Ahnung, ob Weiye solche Varianten auf dem Analysebrett hatte. Ich könnte es mir aber vorstellen. Und Juri Wolf möchte von all dem nichts wissen, spielt daher hier den Zug F6, was hauptsächlich plant, sich gegen Dame G3 mit Turm nach F7 zu verteidigen und andererseits natürlich auch diesen Turm zu aktivieren und die Drohung F schlägt E5 aufzustellen. Ist zweischneidig. Schwarz schwächt sich am Königsflügel, was er eigentlich nicht möchte, aber er begegnet damit dem weißen Plan. Ich bin nicht völlig sicher, ob dieser Zug gut ist oder schlecht. Man müsste es weiter analysieren. In der Partie kriegt Schwarz eine ziemlich vernünftige Stellung, denke ich. Aber auch darüber kann man streiten. Dame G3 folgte, droht matt, Turm F7. G6 war natürlich nicht die Idee. G6 schwächt auch hier wieder ziemlich die schwarzen Felder. Und zu G6 wird Schwarz nur greifen, wenn es denn unbedingt sein muss. Jetzt gibt es mehrere Möglichkeiten für Weiß. Der natürlichste Zug wäre E schlägt F6 zu spielen. Springer schlägt F6, Springer schlägt F6 und Turm schlägt F6. Aber hier ist nicht so leicht voranzukommen und Schwarz hat einen ziemlich simplen Plan, in A4 und B3 den Damenflügel aufzuhebeln. Daher überrascht mich nicht, dass Weiye so nicht gespielt hat. Wenn er sich hierauf einlässt, hätte er wahrscheinlich in dieser Stellung zu einem kleinen Trick greifen müssen, dem Zug F5. Mit F5 bietet er den Damentausch an, dem sollte Schwarz zustimmen, Dame schlägt G3, H schlägt G3 und der Trick ist, dass auf Turm schlägt F5, Läufer D3 folgt mit Angriff auf den Bauern H7, sodass Weiß hier in Vorteil kommt oder bleibt. Aber Schwarz kann stärker spielen, Läufer nach A6 und Weiß erreicht ein minimal besseres Endspiel. Aber ich vermute, dass das nicht im Sinne von Weiye ist, der ein sehr, sehr gefährlicher Angreifer ist. Der eine oder andere mag seine Partie gegen Brusson gesehen haben, indem er Haus und Hof opfert und den Gegner matt setzt. Damentausch nicht so seine Welt. Und deshalb spielt er nach Turm F7 den Zug Läufer nach B5. Bereitet sich einerseits vor auf eine Öffnung der Stellung. Jetzt kann ein Turm sehr schnell über F1 eingreifen. Und wenn es sein muss, bereitet er auch vor, auf C6 zu schlagen, um den Druck gegen E5 ein bisschen abzuschwächen. Wolf spielt den logischen Zug F schlägt E5. Auch hier bin ich nicht sicher. F schlägt E5 kann auch dem Weißen helfen, die F-Linie zu öffnen und sich zu aktivieren. Der Zug ist vernünftig, aber mich interessierte auch die Alternative Läufer nach A6 zum Beispiel. Aber auf Läufer A6 scheint es, dass Weiß durchbrechen kann mit dem Zug F5. Droht F schlägt E6 und auf Läufer schlägt B5 folgt natürlich auch F schlägt E6. Turm E7 und hier gibt es schon mehrere gute Züge. Am gemeinsten geschieht Turm schlägt D5. Angriff auf den Läufer, Angriff auf den Springer und die Stellung öffnen sich zu Gunsten des Weißen. Läufer A6, also keine gute Idee. Ein anderer logischer Zug wäre der Zug A4, wonach, ich zeige das hauptsächlich, weil Weiß hier einen sehr spektakulären Zug hat. Ich weiß nicht, ob Weiye den geplant hat, aber er ist sehr hübsch. Eine Möglichkeit wäre der Zug Turm schlägt D5. Turmopfer, aber das Material holt man sich ziemlich forciert und mit Zinsen zurück, wenn sich der Schwarze hier bedient. E schlägt D5, E6, Turm E7, E schlägt D7, Läufer schlägt D7, Springer schlägt F6, Schach. König muss weg, der Bauer ist gefesselt, König H8 und Springer schlägt D5 mit Gabel, sodass Weiß am Ende dieser Sequenz mit einem, wenn ich richtig gezählt habe, Bauern mehr verbleibt, was ihm sicher gefallen hätte. Nehme zwei Bauern mehr sogar. Zählen ist nicht so meine Welt. Wie dem auch sei, Wolf spielt F schlägt E5, sorry für das wiederholte Falschaussprechen des Namens, ich weiß es einfach nicht besser. Und es folgt F schlägt E5. Jetzt stellt sich die Frage, warum kann Schwarz sich nicht auf E5 bedienen? Weil es nicht funktioniert, ist die simple Antwort. Springer D schlägt E5, kommt Läufer nach F4 und diese Fesselungen machen dem Schwarzen sehr zu schaffen. Die Drohung Läufer schlägt C6 ist sehr mächtig. Schwarz kann hier nichts wirklich tun
Und wenn er mit dem anderen Springer, mit dem C-Springer auf E5 schlägt, weiß mehrere gute Möglichkeiten. Am energischsten ist Turm F1 mit der Drohung. Turm schlägt F7, nebst Dame schlägt G7 und auch hier wird Schwarz nicht überleben. Daher greift Wolf jetzt nach F schlägt E zu Läufer A6. Jetzt gibt es keine Ideen mehr mit weißem F5. Aber es gibt andere Ideen und Wei Yi behandelt die Stellung relativ simpel mit Läufer schlägt C6. Hat nichts gegen ungleichfarbige Läufer einzuwenden und setzt darauf, dass er am Königsflügel schneller vorankommt als der Schwarze am Damenflügel. Es folgt Dame schlägt C6. Was sonst? Läufer nach H6. Das war die Idee. Er möchte unbedingt eine Schwäche hier provozieren, nämlich den Zug G6. Wolf greift nicht sofort zu. Manchmal kann ich echt nicht sprechen. Es ist faszinierend. Greift nicht sofort zu G6, sondern erstmal zu dem Zug Turm nach C8. Droht Dame schlägt C2 Schach. Dagegen muss Weiß sich wehren. Er spielt Turm C1. In Frage kam auch Turm D2. Aber Wei Yi bevorzugt seinen Turm auf der Grundreihe, um die Türme verbunden zu lassen. Vielleicht das Feld F1 für später zu nutzen. Und jetzt greift Wolf zu G6. Und das, ob ihr es glaubt oder nicht, wahrscheinlich glaubt ihr mir, aber wer weiß, ist ein Fehler, denn es schwächt die schwarzen Felder am Königsflügel ziemlich extrem. Und G6 ist eine dankbare Angriffsmarke für Weiß, der seinen H-Bauern vorrollen kann und gegen diesen Punkt vorgehen. Stattdessen musste Schwarz hier sehr, sehr konkret spielen und rechnen und den Zug Springer nach C5 finden. Nach Springer C5 konnte ich nichts Besseres entdecken als Springer schlägt G7. Und jetzt zeigt sich die schwarze Idee. Springer geht nach E4, greift die Dame an, versucht sie von dieser G-Linie zu vertreiben. Und wenn sie nach G4 geht, was nahe liegt, kommt Springer nach F2, wieder die gleiche Idee. Die Dame hat nur zwei Felder auf der G-Linie, entweder zurück nach G3, wonach Schwarz die Züge wiederholen kann, oder vorwärts nach G5, das ist kritischer. Aber jetzt kann Schwarz die Dame erneut befragen mit Springer E4. Und mir scheint, dass Weiß nichts Besseres hat hier, als die Züge zu wiederholen mit Dame G4. Wenn er mit der Dame woanders hingeht, bedient Schwarz sich auf G7. Und obwohl sein König ein bisschen offen ist, steht er in dieser Stellung besser, weil seine zwei Figuren einfach stärker sind als der weiße Turm. Besonders, weil dieser Läufer das Feld F1 kontrolliert. Also Springer C5, danach wäre es eine korrekte, langweilige Partie gewesen, die unentschieden höchstwahrscheinlich ausgegangen wäre. Aber so kam es nicht. Es kam der Zug G6, der auch natürlich aussieht. So gefährlich wirkt der weiße Angriff nicht, aber wie gesagt, die schwarzen Felder schwächt. Springer nach F4 mit dem relativ simplen Plan H4, H5 und Schachmatt. Und dieser Plan ist überraschend schwer zu parieren. Es gibt noch eine andere Drohung, wenn Schwarz jetzt zu Springer C5 greift, kann Weiß sofort mit Springer schlägt G6 durchbrechen. Der Springer darf nicht geschlagen werden, wegen Dame schlägt und Dame schlägt F7. Und wenn Schwarz Springer E4 spielt, stattdessen hat Weiß mehrere Möglichkeiten. Am einfachsten ist Dame G4 und auf Springer F2 das gleiche Thema wie eben jetzt. Springer E7, Doppelschach, König H8 und Dame nach G5, Springer nach E4, Springer schlägt C6 und Weiß verbleibt mit einem sehr, sehr guten Endspiel mit mehr Bauern und guten Gewinnchancen. Ah, ich hab's falsch gemacht. Statt Läufer schlägt G5 könnte man sich sogar einen zweiten Bauern einverleiben mit Springer schlägt A5. Alles nicht so verlockend für Schwarz, daher geht er mit dem König aus der G-Linie, was nahe liegt, um die Drohung Springer schlägt G6 zu parieren. Aber es tut nichts gegen den Plan mit H4, um dem schwarzen König weiter zuzusetzen mit H5. Und wie sehr häufig mit ungleichfarbigen Läufern geht es in dieser Stellung hauptsächlich um die Initiative. Der Bauer E5 ist relativ egal, sollte hier auch nicht angerührt werden, weil dann Turm HE1 nebst Turm schlägt E6 recht kräftig ist. Stattdessen versucht Wolf logischerweise seinen Springer zu aktivieren. Springer C5 möchte jetzt nach E4 gehen, aber Wei Yi lässt sich davon nicht stören. Spielt H5, Springer E4 und Dame H4 mit wieder einigen mächtigen Drohungen. H schlägt G6 und Springer schlägt G6, sodass Schwarz was tun muss. Schwarz spielt G schlägt H5, das pariert diese Drohung, aber exponiert natürlich weiter seinen König und öffnet dem Weißen die H-Linie als neue Angriffslinie. Sagen wir Angriffslinie, warum nicht? Alternativen waren auch nicht beeindruckend. Er hätte G5 spielen können, aber dann einfach Läufer schlägt G5 mit der Idee Läufer F6 Schach und Weiß sitzt am längeren Hebel. G schlägt H5, Dame schlägt H5, Dame nach E8. Es sieht so aus, als würden die schwarzen Verteidigungslinien erstmal halten. Der H7 ist gut verteidigt, so ist der E6 und wenn Schwarz ein bisschen Ruhe kriegt, kann er auch hier wieder zu seinen eigenen Plänen greifen.
Dazu sollte es nicht kommen, obwohl Wei Yi hier den besten Zug verpasst. Er spielt den Zug Turm H4, ziemlich menschlich und logisch gespielt, plant sich auf der H-Linie zu verdreifachen, zu vertrippeln. Wieder schwierige neue Wörter hier für mich. Verpasst damit aber eine Gelegenheit, noch stärker zu spielen, und zwar den Zug Läufer nach G5. Es öffnet sofort die H-Linie und plant relativ strategisch Läufer F6 zu spielen, um diesen starken Springer abzutauschen. Und Schwarz kann überraschend wenig dagegen tun. Zum Beispiel A4, Läufer F6, Schach, Springer schlägt, E schlägt F6. Jetzt machen wir einen Zug A3. Jetzt ist die Drohung Springer G6 Schach, König G8 und Springer E5. Und nicht nur schlägt der weiße Angriff hier durch, er hat auch strategisch sein Ziel erreicht, häufig im Franzosen, nämlich mit dem guten Springer auf E5 das dominante Feld gegen den schlechten Läufer zu verbleiben auf A6, der nicht an der Verteidigung teilnimmt. Und hier ist die Partie vorbei. Wenn dieser Turm zieht, ist die Stellung bereits sehr, sehr nebenlösig. F7 wäre die plumpste Variante, aber es gehen auch Geschichten wie Dame G5, Schach, König H8, Springer G6 und Weiß gewinnt. Also, Wei Yi geht an der Chance Läufer G5 vorbei, wonach der Computer keine Verteidigung für Schwarz sieht. Spielt stattdessen Turm H4. Der Charakter der Stellung ändert sich dadurch nicht. Weiß ist einfach schneller und hat mehr Angriffsfiguren am Königsflügel als Schwarz am Dammflügel. Nach folgendem Turm H1 werden wir sehen, dass alle weißen Figuren am Angriff teilnehmen. Und das ist zu viel Angriffsmacht gegen den schwarzen König. Schwarz versucht daher, die Damen zu tauschen, spielt Turm nach B7. Das Endspiel wäre verträglich, aber Wei Yi ignoriert es nicht, aber weicht dem Damentausch aus mit Dame G4, greift gleichzeitig den Bauern auf G6 an, auf E6. Leichte Denkfehler heute. Greift gleichzeitig den Bauern auf E6 an und hält damit den Druck aufrecht. Es gibt auch wieder Themen wie Springer G6 Schach oder den Zugläufer G5, den wir schon kennen. Dame nach G8 versucht wieder den Damentausch anzubieten, diesmal sogar auf Kosten eines Bauern, und Weiß könnte hier auf E6 schlagen mit Vorteil auf dem Endspiel, er hat immerhin einen Bauern mehr. Aber der Chinese denkt daran, wahrscheinlich keine Sekunde, weiß ich nicht, aber nicht besonders lange, spielt zügig den Zug Dame H3, um alle Angriffsfiguren auf dem Brett zu behalten. Und nach wie vor spielt er mit dem Gedanken, Turm H1 oder diesen Läufer wegzuziehen. Und er behält recht, es gibt keine wirkliche Verteidigung. Das zäheste wäre gewesen, Springer F2 sofort zu spielen und damit diesen Bauern zu offerieren, sich in ein Endspiel zu retten. Diesmal noch schlechter, als im Weiß sofort schlagen würde, weil der Springer von F2 nichts Besseres hat, als nach E4 zurückzukehren. Wäre ziemlich trostlos, aber trotzdem die beste schwarze Chance gewesen. Und wer weiß, Wei Yi hätte auch den Damentausch erneut ablenken können. Dame nach F3 spielen, Springer E4. Und hier gibt es auch einige verlockende Möglichkeiten. Kleine taktische Variante. Springer schlägt D5, E schlägt D5, Turm schlägt E4, D schlägt E4, Dame F6 Schach, Turm G7, und Weiß sammelt plump das geopferte Material ein mit Läufer schlägt G7, nimmt Dame schlägt A6 und verbleibt wieder mit ein bis zwei Bauern mehr. Sagen wir Dame schlägt E5, käme Dame schlägt C8. Daher kann Schwarz sich nicht wirklich dagegen wehren, dass Dame schlägt A5 folgt und Weiß mit sehr deutlichem Vorteil verbleibt. Gefiel Wok alles nicht und er spielt den Zug Dame nach F7, versucht sich irgendwie zu wehren am Königsflügel. Aber es sollte nicht gelingen. Und hier verpasst Wei Yi erneut eine spektakuläre Chance, die Partie zu beenden. Man kann ihn eigentlich nicht wirklich dafür kritisieren, weil auch sein Zug sehr gut ist. Aber ich muss den Zug natürlich trotzdem zeigen, weil mein Computer ihn mir gezeigt hat. Und zwar ist der Zug Läufer G7 Schach. Lenkt die Dame ab von G7. Mit dem König kann man nicht schlagen, wegen Turm schlägt H7. Und sollte man mit der Dame schlagen, kommt Dame schlägt E6. Mit auf einmal ziemlich vielen Drohungen. Es droht Dame schlägt A6, es droht Dame schlägt C8 und es droht Springer G6 Schach. Und alle gleichzeitig zu parieren ist nicht möglich. 2 von 3 geht mit Turm nach G8. Dann folgt wieder Dame schlägt A6 und Weiß hat eine technisch gewonnene Stellung. Er hat einen Bauern mehr und es werden noch mehr schwarze Bauern fallen. Dazu kommt Turm nach H1. Die Stellung ist ziemlich unerträglich. Wei geht an dieser Chance vorbei, aber auch sein Zug ist, wie gesagt, nicht schlecht. Er bedient sich einfach auf E6 mit dem Springer, gewinnt einen Bauern und behält die Initiative. Jetzt muss Schwarz aufpassen. Wechseln wir mal wieder die Farbe, dass auf dieser Diagonale nichts anbrennt. Die Dame von H3 schaut schon bis nach C8.
geht daher weg mit dem Turm, Turm G8, versucht sich weiter verzweifelt zu verteidigen. Aber es reicht nicht. Erneut greift Wei Yi nicht zu dem Zugläufer G7, der auch hier ziemlich stark gewesen wäre. Turm schlägt G7, Springer schlägt G7. Und diesmal ist die Pointe, dass auf Dame schlägt G7 der zu Turm H6 folgt. Nicht besonders leicht zu berechnen. Nutzt die Stellung dieses Läufers aus. Wenn der Läufer wegzieht, Läufer B5, kommt Dame C8 Schach mit Sieg. Und wenn Schwarz versucht, den Läufer zu decken, sagen wir Turm A7, gibt es den kleinen Trick. Turm schlägt A6, Turm schlägt A6. Und jetzt Dame C8. Geschah es nicht, stattdessen gibt es wenig Feuerwerk, aber Effizienz. Der Zugspringer nach D4, der Springer geht zurück, räumt den Weg für den E-Bauern. Und wenn dieser E-Bauer es nach E6 schafft, gibt es auf einmal auch Themen auf dieser langen Diagonale, sodass die schwarze Stellung hier ziemlich hoffnungslos ist. Was auch auffällt, Schwarz ist in all der Zeit nicht dazu gekommen, auch nur einen Zug mit seinem Angriff weiterzumachen. Der Bauer steht immer noch auf A5, er hatte keine Atempause für seinen Plan mit A4 und B3. Und das merkt man der Stellung natürlich an. Ihr wisst, was ich meine. Dame F2 versucht verzweifelt, letztes Gegenspiel zu organisieren hier mit Ideen wie Turm nach G3 oder auch Dame schlicht D4. Aber Weiß hat alles unter Kontrolle. Spielt Läufer, er spielt Turm nach G4. Auf E3 wäre auch möglich gewesen. Aber Turm nach G4 ist noch stärker, weil jetzt Dame schlicht D4 an Schachmatt scheitert. Turm schlicht G8, König schlicht G8, Dame E6 Schach, König H8, Dame E8 Schachmatt. Ein kleiner, aber gemeiner taktischer Trick. Sofort Dame schlägt D4 ist das gleiche Thema natürlich. Es folgte stattdessen der Zug Turm nach E8. Macht das Leben nicht unbedingt angenehmer. Und Wei Yi vollstreckt hier. Unspektakulär, aber gnadenlos. Spielt jetzt Läufer E3. Dame geht weg. E6. Die Dame geht wieder weg. Und jetzt sehen wir, was sich schon angedroht hatte auf der langen Diagonale, braute sich Ärger zusammen. Springer nach F3, ein sehr schöner Schlusszug, denn nach Springer F3 droht Läufer nach D4. Triumph der weißen Strategie, dieser Läufer erobert die lange Diagonale und damit auch den schwarzen König oder zumindest die Dame. Schwarz hat hier nichts Besseres als Agonie mit zum Beispiel Läufer E2, Läufer D4 mit Damengewinn. Und das wollte sich der Ukrainer nicht mehr zeigen lassen und gab sich geschlagen nach Springer nach F3. Schöne Partie von Wei Yi, nicht unbedingt Feuerwerk, aber trotzdem, der eine oder andere mag das Video zur Partie Robson gegen Wolf gesehen haben. Ein Unterschied wie Tag und Nacht, wie Schwarz in dieser Partie absolut nicht dazu kam, sich zu aktivieren, diesen Läufer ins Spiel einzubeziehen, sondern die ganze Zeit beschäftigt wurde am Königsflügel und eigentlich keine Chance hatte, seitdem er zu dem Zug, wo ist es, G6 gegriffen hat, wonach der weiße Angriff lief wie ein Uhrwerk. Wei Yi verpasste sogar ein oder zwei noch spektakulärere Möglichkeiten, aber führt den Angriff trotzdem ziemlich sicher zum Sieg. Der 16-jährige Chinese, wie viele andere Chinesen im Turnier auch, scheint bisher sehr, sehr stark sein. Landsmann Ding Liren ist ebenso gut in Form. Lu Shanglei mit den Chinesen wird zu rechnen sein in diesem Turnier. Und um dieses Video abzurunden, zeige ich euch noch ganz, ganz kurz das Drama der ersten Partie der zweiten Runde, nämlich aus einer Partie von Wladimir Kramnik gegen den Kubaner Lazaro Buzon Batista. Buzon verteidigte sich die ganze Partie über ziemlich heroisch und erreichte das bekannte Remise-Endspiel mit Turmläufer gegen Turm, das aber in der Praxis häufiger verloren geht und so auch hier. Nachdem Buzon schon nahe an der 50-Züge-Marke war, er musste sich hier noch 12 weitere Züge wehren und er hat die bewährte zweite Reihe Verteidigung etabliert, bricht er auf einmal zusammen. Ein Zug, der zum Remis führt, zum Beispiel der Zug Turm nach B3. Der typische Trick ist auf König C6 Turm B6 Schach zu spielen und Läufer schlägt B6 führt zum Patt. Buzon spielte nichts Böses an, den Zug König nach B7 mit dem Plan, sich weiterhin auf dieser zweiten Reihe zu verteidigen. Aber das funktioniert nur, wenn der König am Rand steht, so komisch es klingt. Und hier schafft Kramnik es, den König abzuschneiden, Turm A1, und auf einmal ist die Stellung verloren. Es gibt keine Verteidigung gegen Turm A7, König C6 und Mattangriff. Es folgte Turm B3, Turm A7 Schach, König B8, König nach C6, Turm H3 und Turm nach A1 mit der ziemlich undeckbaren Drohung. Läufer D6 Schach, nebst Turm A8 Schach Matt. Sollte Schwarz versuchen, das zu parieren mit Turm nach C3, folgt Turm E1 mit der ebenso undeckbaren Drohung Turm E8 Schachmatt.
gab hier schon keine Verteidigung mehr, König C8. Ich bin gerade verwirrt. König C8, wie gewinnt man hier? Ich weiß es nicht, ich weiß nur, dass die Stellung gewonnen ist. Zu meiner Schande. Ich vermute König C6. Hätte auf jeden Fall dem Schwarzen das Leben erschwert. Aber da seht ihr, wie gut ich vorbereitet bin. Ich bin nicht sicher, wie man hier gewinnt. Finden wir es raus. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde es nachschlagen. Aber ich bin zu faul, das Video nochmal zu machen. Von daher ein Drama für Lazaro Brusson. Und ich zeige, dass auch Großmeister keinerlei Ahnung haben von diesem Endspiel. Ich bin ziemlich sicher, dass diese schon gewonnen ist. Aber ich sehe nicht, wie. Lass mich nachdenken. Schach, König D8. Nee, es wird nicht besser durch mein Nachdenken. Sag mal Bescheid. Ich bin sicher, ein oder andere findet es raus. Das war's für heute. Ein dramatisches Ende einer langen Verteidigung für Brusson, der hier sich matt setzen ließ gegen Wladimir Kramnik und morgen unter Siegzwang steht, wie auch Juri Wovk. Es sind zwei Partien-Matches. Wer die erste Partie verliert, muss in der zweiten gewinnen. Bleibt dran, es bleibt spannend. Vielen Dank fürs Zugucken. Tschüss.